Hallo Freunde chinesischer abbildender Kunst. Heute geht es um den Art Lee Stone One. Das ist ein Full-HD-Projektor. Und zwar im Gegensatz zu Full-HD-Support bringt er hier tatsächlich die native Full-HD-Auflösung, sprich 1920x1080. Damit eröffnen sich natürlich neue Anwendungsmöglichkeiten. Man kann einen höheren Projektionsabstand wählen, ohne dass das Bild zu unscharf wird. Und das ist wahrscheinlich der größere Vorteil, man kann beispielsweise auch Office-Anwendungen verwenden. Oder ganz einfach Windows. Windows, das hatte ich ja, glaube ich, im letzten Beamer-Test bereits erwähnt, lässt sich mit 480-720p nur unzureichend scharf darstellen. Meistens erkennt man trotzdem, was gemeint ist, aber zumindest das Lesen von kleineren Texten, das fällt einem schwerer. Das merkt man meistens bei Filmen und bei Serien nicht so stark, aber bei Office-Anwendungen und bei Windows aber schon. Stone One von Art Lee, schön, das Teil wurde mir von Art Lee gestellt, damit ihr Bescheid wisst, gibt's bei Amazon, mit Versand durch Amazon, kostet 239€ und ist im Übrigen auf meinem Kanal der erste Full-HD-Beamer. Wunderbar, also heute eine kleine Premiere auf meinem Kanal. Wie gesagt, erster 1080p-Beamer. Jetzt noch schnell das Intro und dann geht es los. Viel Spaß! Mal schauen, was wir so an technischen Daten haben. 300 Zoll wird hier maximal als Projektionsgröße angegeben. Die Lebensdauer der LED-Lampe wird mit 55.000 Stunden angegeben. Das ist sehr lang. Der verbaute Chip ist von M-Star. Aber ich glaube, so gut kenne ich mich mit Projektoren nicht aus, als dass ich wüsste, welche Chips da so gängig sind. Tja, und wir haben halt die native 1080p-Auflösung. Mehr gibt es hier eigentlich nicht so groß an technischen Daten. Das ist aber auch langweilig. Packen wir es mal lieber aus. Schön, da haben wir hier den Projektor und hier haben wir noch einen Zubehörkarton oder einen Karton mit Zubehör. Da können wir kurz reinschauen. Da ist vermutlich Zubehör drin. Schön. Was haben wir da Feines? Ein HDMI-Kabel, eine Fernbedienung. Okay, sehr gut. Ein Netzkabel, Standardstrom. Und noch ein Adapter von Cinch. Audio, Audio, Video in der Mitte. Auf Klinke. Choose one gift from here, pick one, bla 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 bla. Irgendein Zettel. Und Gebrauchsanweisung. Produkteinführung. Auf Deutsch. Fernbedienung, die können wir uns mal ganz kurz anschauen. Benötigt offenbar wieder Batterien, die sind natürlich nicht dabei. So, ich habe Batterien geholt. Schön, die sollte nun funktionieren. Ja, Power On, Mute-Taste, Menü. Dann hier Source, das ist sozusagen für die Quelle, die wir auswählen können. HDMI oder von mir aus irgendein Speichermedium. Hier Start und Stopp, beziehungsweise Pause. Okay, Steuerkreuz, laut, leise, zurück, spulen, nächster Titel. Der Projektor selber, den kann man natürlich auch hier mit On-Gehäuse-Button bedienen. Hier haben wir noch Einstellungsmöglichkeiten, um das Bild zu korrigieren. Hier die Eingänge, die sind ja wichtig. VGA, das ist ganz klassisch, im Computer anzuschließen beispielsweise. Hier Infrarot für die Fernbedienung, zweimal USB, das ist gut, und auch zweimal HDMI. Auf der linken Seite haben wir nochmal die Möglichkeit, eine Speicherkarte einzulegen. Das heißt, wir haben USB, wir haben aber auch hier noch einen SD-Kartenschacht. Dann haben wir hier noch AV, dafür ist dann das Kabel. Kurz gesagt, das hier, das passt dann hier rein. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, eben auch Geräte über Cinch anzuschließen. Zum Beispiel eine ältere PlayStation oder so. Und dann haben wir hier nochmal einen Ausgang. Auch 3,5 mm Klinke für Kopfhörer, weil hier ein Kopfhörersymbol ist. Aber es geht natürlich auch eine Bluetooth-Box oder von mir aus eine Stereo-Anlage. Alles, was über 3,5 mm Klinke ansteuerbar ist. Auf der unteren Seite haben wir noch Aufnahmen. Und zwar hier, hier, hier und hier. Vermutlich, um den zum Beispiel von der Decke zu hängen. Schön. Die vordere Seite. Hier nochmal Infrarot für die Fernbedienung. Und hier, das ist natürlich eine Abdeckung. Die sollte man vorher abmachen. Und drunter, ja, hier kommt dann das Bild raus. Ganz einfach. Aber damit das Ganze nicht verschmutzt, würde ich auch mal empfehlen, mal die Klappe da drauf zu machen. Wunderbar. Damit haben wir eigentlich soweit alles von den Eingängen und vom Funktionsumfang her. Das Gehäuse selber, schwarz-weiß und ist aus Plastik komplett. Das kann man jetzt gut finden, muss man aber nicht. Ich hatte ja auch ein paar andere Projektoren vorgestellt, auch höherpreisigere, die aber dann eine niedrigere Auflösung hatten. Kurz gesagt, also für einen Full-HD-Beamer ist der hier schon sehr günstig mit, was ich vorhin gesagt hatte, 240€ oder so. Und das, ihr wisst ja, wie ich immer die Geräte teste, der Preis fließt bei mir in meine Bewertung natürlich mit ein. Als bildgebendes Gerät werde ich hier mein Notebook verwenden. Ist ein bisschen schmutzig, funktioniert aber trotzdem. Das ist mein Xiaomi Notebook. Das habe ich vergessen, wie es heißt, aber spielt eigentlich auch keine Rolle, weil hier habe ich nämlich einen HDMI-Ausgang und wir wollten ja ein bisschen Office und ein bisschen Windows testen und daher nur als Quelle eben hier ein Notebook. Man kann natürlich dann auch, was weiß ich, eine Konsole nehmen, eine REST2K beispielsweise oder eine PlayStation, beziehungsweise eigentlich alles, was über HDMI Bild und Ton liefert oder eben über VGA oder man nimmt eben ein Speichermedium, einen USB-Stick. Oh, das ist langweilig. Wir wollen natürlich, wir wollen richtig Windows-Action. Schön, dann bereiten wir mal das Gerät für den Betrieb vor. Wir brauchen Strom, wir brauchen Bild. So, mehr braucht man jetzt eigentlich für unser Setup erstmal nicht. Setup in dem Falle
Projektor und Notebook. Nach die Kappe entfernen. So, ja, hier ist noch eine LED unter dem Power-Button. Heißt, dass Strom da ist. Und jetzt müsste ich ihn eigentlich nur starten. Ah, jetzt geht's los. Der Lüfter läuft an. Das Gerät ist natürlich aktiv gekühlt. Und jetzt geht's auch los. So, nun wird ein Bild projiziert. Gehe ich jedenfalls mal von aus. Bevor wir aber zur Leinwand wechseln, den Lüfter, den will ich euch nochmal hören lassen. Den hört man auf jeden Fall deutlich. So, wir können auch mal kurz mit den Dezibelmeter rangehen. Dabei sollte ich natürlich möglichst nicht sprechen. So, okay. Habt ihr jetzt auch das Ganze nochmal in Form von Zahlen gesehen? Also, subjektiv beurteilt, man hört ihn auf jeden Fall sehr deutlich. Man hört ihn sehr deutlich, darauf sollte man sich einstellen. Und nun switchen wir mal zur Leinwand und schauen uns mal so ein bisschen die Abbildungsleistung an. Der Beamer bzw. Projektor startet gerade. Die Kamera, die zeigt leider nicht direkt vom Front halt auf den Beamer. Ich habe dafür nicht genügend Platz hier. Mein Studio ist dafür zu klein, aber ich denke, es reicht, um es euch einigermaßen zeigen zu können. Ich habe den jetzt auch eingestellt. Also aus meiner Sicht her ist das Bild schön viereckig und gut eingestellt. Schön. Jetzt brauchen wir natürlich noch eine Quelle. Und da hatte ich ja schon erwähnt, wir nutzen jetzt das Notebook. Oh schön, hat automatisch die Quelle erkannt und umgeschalten. Und deshalb sind wir jetzt hier im Windows. Ich mache mal einen kleinen Größenvergleich, indem ich mich vor die Leinwand stelle, damit ihr seht, wie groß jetzt gerade das projizierte Bild ist. So groß. Ich hoffe, das war jetzt okay. Also man braucht ja Größenverhältnisse, sonst kann ich euch ja alles erzählen. Schön. Also man kann jetzt die Schärfe natürlich einstellen mit dem Rad und man kann das Bild so kippen, wie ihr seht, wenn der Projektor beispielsweise nicht richtig gerade ist oder irgendwas anderes. Dann kann man das hier korrigieren. Man muss allerdings darauf achten, wenn man das falsch kippt, das Bild, dann ihr merkt, das wird oben und unten dann unscharf. Darauf muss man also auch unbedingt achten, sonst kann es sein, dass man unten dann so einen unscharfen Teil hat und oben ist es dann halt scharf. Also ganz perfekt ist es bei mir jetzt nicht eingestellt. Ich weiß aber auch nicht, ob der perfekt die Schärfe auch verteilt. Ist schon vernünftig, sagen wir mal so. Und man sieht eigentlich hier schon am Windows. Ich habe ja, glaube ich, beim letzten Beamer, das war dann aber ein 480p Beamer oder 720p. Und da hatte ich auch Windows und da konnte man schon nur noch schwer alles lesen. Hier kann man das aber ganz gut lesen, ja, VLC Media Player und so weiter. Schön, bevor wir uns jetzt hier Windows näher anschauen, können wir ja nochmal das Menü öffnen. Ich benutze dafür im Übrigen ganz die Fernbedienung, also das System steuere ich natürlich über das Notebook und den Beamer selber über die Fernbedienung. Batsch, wären wir auch schon. Das ist auf Englisch, mal schauen, was wir noch so zur Verfügung haben. Alles Mögliche, wir brauchen natürlich nur Deutsch. So, machen wir dann das Menü. Wunderbar. Ja, jetzt alles auf Deutsch. Bildmodus, Bild Standard. Oder Benutzer, genau, da kann man es auch einfach alles per Hand einstellen. Ich denke mal, das sollte man sich auch so einstellen, je nachdem, wofür man denn die verwendet. Also bei Filmen zum Beispiel würde ich ein bisschen die Farbe hochnehmen, je nachdem auch, was für ein Film das ist. Aber bisher muss ich sagen, bin ich mit der Grundeinstellung ansonsten aber auch ganz zufrieden. Die Kontraste sind vernünftig, die Helligkeit auch, sowie auch die Farbwiedergabe. Das sieht eigentlich soweit echt gut aus. Denkt dran, ich bewerte das Gerät natürlich immer nach dem Einkaufspreis, ist ja klar, alles andere macht keinen Sinn. Seitenformat kann man umstellen, Rauschreduktion, okay, kann man auch einstellen. Projection, Direction, Front und das hat er jetzt nicht übersetzt. Da denke ich mal, da kommt das Bild, genau. Das ist dafür notwendig, wenn man den zum Beispiel von der Decke hängt. Ihr habt die Aufnahme gesehen, dann wäre das Bild technisch gesehen auf dem Kopf. Und dann kann man uns das dann hier korrigieren. Das kann man dann in der Grundeinstellung so lassen. Wenn man den einfach nur irgendwo hinstellt, auf den Tisch, so wie ich das gemacht habe, HDMI-Mode, PC, Reduced Display Size. Achso, da kann ich die Größe offensichtlich nochmal verändern. Also hier können wir auf jeden Fall das Bild einstellen. Ihr seht, links ist nochmal das Menü gekennzeichnet. Bild. Also geht es jetzt hier nur ums Bild. Dann haben wir hier noch Sonderfu. Das sind vermutlich Sonderfunktionen, Werkseinstellungen, also Resetten, OSD Blinding, OSD Duration. Okay, das sagt mir auch nicht alles was. Software Update funktioniert hier nur per USB. Also das Ding hat ja keinen Online-Zugang. Hier ist auch kein Android drauf oder sowas, wo man das dann einfach aus dem Netz laden könnte. Sleep Timer. Das sagt ihr dann halt, wann der automatisch sich in den Standby fährt. Und hier noch Ton. Balance, also links-rechts Balance und Auto-Volume. Aha, da würde ich mal so vermuten, dass der automatisch laute Geräusche, beispielsweise bei Kinofilmen, wenn man das sich die sind ja manchmal ein bisschen schlecht ausbalanciert, das heißt ein bisschen schlecht mit Absicht, dass Action-Szenen extrem laut sind und Unterhaltung, also Dialoge dann sehr leise sind. Ich denke mal, das kann dann diese Funktion hier ein bisschen ausgleichen. Und wir sind mal jetzt hier wieder zurück im System Windows. Und da wir ja hier Full HD haben, können wir auch mal Office testen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich sehe es. Also die Schärfe ist leicht radial verteilt. Office ist ein ganz guter Test, weil, wie erwähnt, dank der Auflösung, ich denke mal, ihr habt es auch schon gesehen hier, weil hier ist recht kleine Schrift und trotzdem kann man sie alles ganz so gut erkennen.
ja, jetzt natürlich mit Office zu arbeiten, das wäre ein bisschen sehr dekadent. Ich weiß nicht, ob man sich wirklich das Dokument hier auf 2 Meter strecken muss. Aber wenn ich jetzt ein fertiges Dokument hätte und ich möchte es gerne zeigen, ginge das jetzt hier voll klar. So, ich habe die Kamera nochmal so ein bisschen korrigiert, dass ihr nicht ganz so schräg auf das Bild schaut. Jedenfalls könnt ihr hier beispielsweise eben ein Textdokument zeigen oder andere Dokumente, zum Beispiel über Excel. Können wir ja auch mal aufmachen, dass ihr da nochmal eine Übersicht habt. Jetzt kann ich hier halt meine Tabelle zeigen, wenn ich eine hätte. Ich habe aber keine. Ich zeige euch nur die leere Tabelle. Nehmen wir mal jetzt ein Feld und nehmen die Schriftgröße mal noch runter. Machen wir auf 6. Was ist ja süß. Also, ich könnte es immer noch lesen. Jetzt, ich habe einen Betrachtungsabstand von ungefähr, keine Ahnung, 2,5 Metern. Es ist allerdings natürlich ziemlich Blödsinn, aber es ist schon geil, dass der Projektor das hier immer noch lesbar darstellen kann. Bei 720p bzw. bei 480p erst recht würde es so stark verpixeln, dass man das nicht mehr noch erahnen könnte. Wobei natürlich die Darstellung von so kleiner Schrift hier, auch wenn die noch lesbar wäre, hat natürlich in der Praxis keinen Sinn, weil ohne Brille sieht man das denn, glaube ich, nicht mehr. Aber hier eben mal kurz gezeigt, dass durch die native 1080p-Auflösung hier auch kleine Schriftarten noch ziemlich scharf dargestellt werden können und sogar lesbar. Und das ist ja gerade bei der Präsentation von Excel-Tabellen oder eben von Word-Dokumenten oder von PDF-Dokumenten, da ist das natürlich wichtig, dass man es lesen kann. Ansonsten ist es Blödsinn. Schön. Wollen wir mal schauen, wie sich allerdings die Darstellung von Videos macht. YouTube. Ich habe ja mit meinem Notebook Internet. Nehme jetzt mal random irgendein Video. Farbtemperatur habe ich vorhin noch vergessen zu erwähnen. Kann man sich auch noch einstellen. Und schaut mal, wenn man sich zum Beispiel jetzt eben einen Film mit Person anschaut, dann ist ein bisschen wärmer zum Beispiel viel sinnvoller als kalt, weil passt einfach besser. Schön. Und der Bildmodus enthält nochmal zusätzlich eben Kontraste, Helligkeit, Farben und Schärfe. So, es macht auf jeden Fall Sinn, dass sich das Ganze nochmal ein bisschen einzustellen. Also ich wäre natürlich in dem Fall immer Fan vom Benutzermodus. Schön, gehen wir ein bisschen weiter vor. Genau, weil hier hatte ich ja dann das Telefon am Start. Hier ging es im Übrigen um den Xiaomi Standlüfter. Und da habe ich dann gezeigt, wie man den dann über die App steuert. Das heißt, ich zeige jetzt, wie ich ein Telefon gefilmt habe. Und das ist ja auch alles sehr klein, ja, logischerweise. Ich habe das Telefon gefilmt. Und das kann ich jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das auch so gut, weil ich filme das ja wiederum mit meiner Kamera. Total konfus. Ich habe das Telefon mit meiner Kamera gefilmt. Nun projiziere ich das Gefilmte an meine Leinwand und filme es dann nochmal mit der gleichen Kamera und zeige es euch dann auf YouTube. Super verwirrend. Also ich kann es aus meiner Sicht jetzt hier auf jeden Fall ziemlich gut erkennen. Auch die kleine Schrift eben auf dem Display. Schauen wir nochmal bei Ronny vorbei. Den kann man ja von vorne bewundern und der haben ja auch mal ein bisschen mehr Farben. Weil mein Beispielvideo ist gerade eigentlich nicht so gut, weil weißer Tisch, ja, dann noch ein weißes Telefon von Meizu. Deshalb nehmen wir jetzt mal hier von Ronny, das ist alles ein bisschen farbenfroh, ne? Und der Ronny selber auch. Na gut, er eigentlich nicht, der ist eigentlich eher schwarz-weiß. Das ist ein Monochrom-Ronny. Das ist Note 7D, falls für diejenigen, die es nicht wissen. Und ich muss sagen, sieht schon geil aus. Ich habe den Ton ausgemacht, den mache ich jetzt mal wieder an. Und wow, kann nur sagen, das Ding ist auf jeden Fall extrem laut. Und wir blättern auf die Anleitung Nummer 2 auf. Und was fällt uns auf? Dass die eigentlich zu 99,9% identisch sind und halt eben nur in Chinesisch vorliegen. Und das Ganze auch auf der Rückseite nur vielleicht ein bisschen anders angeordnet. Also hier merkt man schon, viele Unterschiede wird es wahrscheinlich nicht geben. Und das merkt man dann spätestens auch, wenn man eigentlich die beiden Kopfhörer dann auch öffnet. Schön. Ihr habt es mitbekommen, ich habe jetzt hier mal so ein bisschen dann lauter gemacht, während ich euch eine kleine Kostprobe gegeben habe vom Sound. Also bei 100%, jetzt auch mit Ronnys tiefer Stimme, da fängt der Lautsprecher schon so ein bisschen an mit Übersteuern. Aber ich mache jetzt mal wieder einen Ton aus, weil das irritiert mich schlichtweg im Hintergrund. Sagen wir mal so, bei 90% ist es noch angenehm. Für nur meinen Raum reicht es definitiv. Ist laut genug. Die Qualität ist auch in Ordnung. Wenn man wirklich, sagen wir mal, man schaut sich ein Musikvideo zum Beispiel an. Ja, also jetzt hier so normal für Sprache reicht das schon. Aber beim Musikvideo, wo man sagt, ich will nicht nur ein großes Bild haben, ich will auch dazu einen wirklich geilen Sound, dann würde ich schon empfehlen, dass man sich zumindest eine hochwertige Bluetooth-Box anschließt oder gar eine Anlage, was man eben gerade da hat. Normalerweise hat man sowas ja auch da, aber egal. So, machen wir noch einen Gaming-Test. Jetzt ist natürlich die Frage, warum? Weil es gibt ja so die Sache der Latenz. Da bin ich selber gespannt, ob irgendwann die Sache mit den Logos hier mal abgefrühstückt ist. Ich will zocken. Ja, es hört nicht auf. Wie viele Logos waren das gewesen? 4. Das ist Borderlands 1. Und ja, läuft jetzt über mein Notebook sicherlich. Ist jetzt nicht das leistungsstärkste System, aber ist egal, denn das Wichtigste, es ist trotzdem synchron.
Ja, also ich merke jetzt hier gar keine Latenz. Scheint sehr synchron zu laufen zwischen dem Beamer, also dem Projektor und dem Notebook. Also im Windows hatte ich ja auch das Gefühl, dass ich kann jetzt hier nicht groß zocken. Ich habe jetzt, weil das ja jetzt hier mit Touchpad nein drum dran. Schön, okay. Das soll erstmal reichen. Das wird jetzt nur ein kurzer Gaming-Test sein. Und ich denke mal, damit haben wir eigentlich das Wichtigste durch. Office haben wir gemacht. Wir haben uns ein Video angeschaut von Ronny und von mir. Und jetzt haben wir nochmal kurz Borderlands gestartet. Und das läuft auch ganz wunderbar. Jetzt könnte ich über den Projektor hier sozusagen das Spiel spielen. Wenn ich jetzt nicht gerade arbeiten würde. Ich auch Bock drauf. Schön. Das soll es dann gewesen sein. Ich verlinke euch das Angebot unten in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, ihr habt nur die Informationen, die ihr wolltet. Wenn ihr euch gerade einen Projektor zulegen wollt, ihr könnt unten in den Kommentaren ja noch Fragen stellen oder einen Kommentar schreiben. Ihr könnt auf moschus.de auch vorbeischauen. Kurz gesagt hier, moschus.de, da gibt es Artikel, zum Beispiel den hier, da habe ich das Telefon erst vor kurzem vorgestellt. Und da gibt es dann hier das Ganze auch nochmal in schriftlicher Form für diejenigen, die das bevorzugen. Wie ihr seht, recht ausführlich. Ansonsten findet ihr immer eine Reihe von Angeboten, wie zum Beispiel ja hier das Xiaomi Mi 9T Global. Das gab es bei Gearbest im Angebot und bei Trading Tianchen im Übrigen aber auch. Die haben das sogar aus dem EU-Lager. Oder hier das Ule vom Power 3S und so weiter, könnt ihr euch einfach mal so durchlesen. Und im Forum, wo ihr im Übrigen miteinander diskutieren könnt, das ist überhaupt gar kein Problem. Wie ihr seht, gibt es da alle möglichen Themen, über die ihr euch auseinandersetzen könnt. Gerade keine Gewinnspiele. Aber wenn ich das aufgelöst habe, dann wird es natürlich dann neue geben. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Bleibt mir gewogen. Bis dahin. Ciao.